Zunächst einmal freue ich mich überhaupt, dass so viele Menschen hier zu unserem Kongress gekommen sind. Ich denke, das ist auch ein Erfolg des ersten Kongresses, dass man sich auch konkrete Dinge erwünscht, wie kann man Menschen mit Behinderungen mehr Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt geben, vor allen Dingen auch auf dem ersten Arbeitsmarkt geben. Und wir haben sehr viele Fachleute hier, auch Betroffene, die ja Fachleute in eigener Sache sind. Und es hat sich jetzt schon gezeigt, dass es sehr viele Anregungen auch für die Umsetzung in der Politik gibt. Und ich bin sehr gespannt darauf, was letztendlich die Ergebnisse sein werden. Wir als Union werden auf jeden Fall Politik immer so machen, dass wir sie auch mit den Betroffenen machen, weil sie uns am besten sagen können, was man für sie machen kann, wie man sie unterstützen kann. Und wir hoffen, dass wir das dann auch in eine reelle Politik und reale Politik umsetzen können, dass tatsächlich Teilhabe am Arbeitsleben umsetzbar ist. Wir wissen, dass da viel auch vorher schon gemacht werden muss, nicht erst, wenn die Arbeit beginnt, sondern bereits in der Ausbildung, bereits schon in der Schule. Und ich kann nur aufrufen, dass Inklusion nicht nur ein leeres Wort bleibt, sondern dass es wirklich so sein wird, dass immer mehr Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auf Regelschulen gehen und zusammen mit Nichtbehinderten leben und lernen können.